Hallo Freunde, hier ist der Svenny. Seid gegrüßt, willkommen zurück im LS19 auf der Nordfriesischen Marsch. Am Samstag die zweite Folge für heute. So, den Audi lassen wir mal vor. Wir sind unterwegs noch immer zum Gartencenter, weil ne, der Weg ist weit, der Hänger ist voll, der Traktor ist schwach. Es dauert halt ein bisschen. Oh, 1050er ist fertig mit dem Heuhole, das ist auch okay. Kümmern wir uns gleich drum, dann kann der nämlich das Gras auf der Wiese. Was ist die 21 am Händler? Kann er auch das Gras einsammeln und einfahren? So, dann haben wir echt die Lager voll bis hin. Ihr habt es ja gesehen heute Morgen. Ich musste hier eine Erweiterung platzieren. Silo-Erweiterung. Weil es voll war, tatsächlich. Da haben wir, ne? Da haben wir. So, da haben wir mal geguckt, wie es aussieht. Achso, vielleicht das richtige Gerät auswählen. Dann klappt es auch mit dem Abladen. Gucke, dass wir nicht am Dach hängen bleiben. Ne, passt. Sehr schön. Lenkrad, ich finde das genial. Ich finde, sei das ist der. Natürlich gibt es noch tausend andere, ich habe noch nicht alle getestet und gesehen, aber das ist der Traktor, der mir am meisten Spaß macht. Ne? Hier der Vario-Hebel bewegt sich nach vorne nach hinten, der Frontlader-Knubbi, der bewegt sich, Pedal bewegt sich, der Schlüssel wackelt, das Lenkrad verstellt sich, der Sound ist gut, also das ist schon eine richtig gute Mod hier. So, und dann werden wir jetzt zurückfahren, der hat jetzt Pause. Ich muss auch gerade mal checken, ich habe hier einen roten Krampe dranhänge und habe den schwarz im Hof stehe. Einen von den beiden habe ich mit Sicherheit gemietet. Den muss ich dann logischerweise wieder zurückgeben. So, Tempomat rein und gib ihm. Lalalala. Ja, wir haben schon lange keine Mission mehr gemacht, gell? Das stimmt auch wieder. Also wenn ich tatsächlich nichts mehr zu tun habe. Da kommt einer. Können wir nochmal Missionen machen? Eine Erntemission oder die einfachsten Missionen sind natürlich die Düngemissionen. Da kriegst du relativ viel Kohle und es ist relativ einfach zu machen. Wieso nerv ich sie etwa? Nerv ich sie etwa? So. Ja, ich weiß, mittlerweile gibt es ja die Nordfriesische 2.1, da war dann, glaube ich, noch was mit den Rübenschnitzel oder sowas, keine Ahnung. So, Schweineschnitzel ist mir natürlich viel lieber, aber gut. Und, deswegen muss ich kein neues Update machen, oder beziehungsweise, ich weiß ja noch nicht, ob du einen neuen Spielstand brauchst, und auf der Südterminal habe ich das Malheur schon, dass ich jetzt die aktuelle V4... Naja, oh, ach, den habe ich nur gemietet. Ich drehe durch, den muss ich noch kaufen. Was wollte ich jetzt sagen? Dass ich die V4 Seasons auf die V4 abgedatet habe, die Südherman, und habe das nur hingekriegt, dass ich meine Silo-Füllstände, was das Getreide angeht, alle, die konnte ich dann in den Items, konnte ich die einstellen, das war dann okay. Allerdings waren dann meine ganzen Gras, Heu und Strohbestände in dem Hoflager weg. Die Sojabohnen und der Raps war in der Dieselraffinerie waren weg. Also das ist. Die Tiere waren weg, die haben nichts mehr zu essen. Und ihr wisst ja, wie es ist, ne? Seasons Mod, Tiere ohne Nahrung und Chess-Tiere. Deswegen. Mit den Updates von den Karten muss man echt genau gucken, was alles nötig ist und ob man es so hinkriegt, dass es wieder passt. Also der ist gemietet, habe ich gerade festgestellt. Ja, habe schon angegeben, dass wir einen neuen haben. Ist ja nicht so, der ist nur gemietet. Allerdings, der wird dann gekauft. Und hört euch mal den Sound an kurz. Also ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber der Sound ist halt, der gefällt mir besser. Und warum ist hier so viel Platz an der Seite? Das verstehe ich nicht.
Ah ja, ach so, oh, ist das schon das Vorgewinde? Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Weitermachen. So, das ist das, das ist das. So, bist fertig, hast du gesagt. Den müssen wir dann gucken, dass wir den das Gras holen lassen. Lal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 
Ja, wobei, da haben wir jetzt nichts mehr. Da sind ja alle beschäftigt. Und jetzt haben wir eine Mission. Können wir eine Mission annehmen zum Düngen? Gerade sage ich es noch, ne? Sehen, sehen, sehen. Gruppen sehen, Gruppen, Gruppen. Gruppen kann ich jetzt nicht. Da haben wir unser eigenes Feld zu bearbeiten. Einsehen kann ich sehen. Ja, sehen könnte ich eigentlich. Was ist Baumwolle? Ah, Kritze. Bei Baumwolle sehen. Auch Baumwolle. 67.000. Also die Fahrzeuge, die man hier dazu verwenden kann, die sind ja in Ordnung, aber das ist nichts anderes wie das, was wir selbst am Hof stehen haben. Ballenpressen? Nee, danke. So, ich werde den das Feld 16 annehmen und einsehen. Baumwolle brauchen wir da. Vertrag akzeptieren. So, Feld 16. Welchen Traktor nehmen wir denn? Wir brauchen einen starken Traktor. Und unsere starken Traktoren sind natürlich alle irgendwo im Einsatz. das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ich müsste den austauschen. Gottes Wille. Nee? Nee, 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 nee. Ich habe Idee. Ja, macht hier Spaß, ist ja gut, alles cool. Da ist er. Nö, brauchen wir nicht. Obwohl, weiß man nicht genau, ne? So, den miete ich, das ist nicht viel Geld. Einfach aus Jux, dass wir mal wieder ein älteres Modell vom aktuellen 9er haben. Zurück, zurück, zurück. So, den nehmen wir jetzt. Der fährt abladen, das ist gut. Wo bist du? Da ist er. Ja, mir fällt gerade, dass ich da mal einen Glastraktor nehmen können, gell? Oder ein großer MF, weil, ne? Akkukonzern, MF, das wird ja auch passen. Achso, jetzt hoffe ich, dass der Grastransporter, dass wir nicht irgendwas im Weg stehen haben für den. Ah, da kommt er schon, sehr schön. Hier mal der direkte, ne Quatsch, das ist hier der 1050er. Fahr nicht so schnell, dass du die Kurve kriegst, gell? Sehr schön. So, Baumwolle war das. Wir brauchen also, glaube ich, unsere Einzelkorn-Seemaschine. Und zum Feld 16. So, geht hier Baumwolle? Hier geht Baumwolle, sehr schön. 2000 Liter, also müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht mit einem unseren ULW mieten oder kaufen. Weil die 2000 Liter werden für das 16er Feld mit Sicherheit nicht ausreichen. Düngefunktion, muss ich dran denken, dass wir die deaktivieren, weil wir müssen jetzt nicht unnötig Dünge auf das Feld draufhauen. Wenn das nicht gewünscht ist, und dann können wir es uns auch sparen, gell? Oh, ein Ballon! Wie romantisch. Gut, aber gearbeitet wird erst in der nächsten Folge, weil die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Timer ist abgelaufen, ihr habt es zwar nicht gehört, aber glaubt mir, es ist so. Ausnahmsweise habe ich es vorher gemerkt. Ja, gut. Dann war das die zweite Folge. Danke fürs Zuschauen. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr von all dem haltet. Würde mich interessieren.
Und so, sehen wir uns später 16 Uhr zur dritten Folge heute auf der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, eine schöne Zeit. Mach's gut. Tschüssi.